So, um das Hinterrad auszubauen, sollte man zuerst mal das Motorrad aufbocken. Dementsprechend den Hinterradschilder drunter stellen. Ja, was stellen wir fest? Im Anschluss wird diese Mutter gelöst. In meinem Fall passt eine 32er Nuss ganz gut. So, hier Kette aufhängen. Vom Kettenrad abziehen. Und leicht zur Seite neigen. Dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Oder auch nicht. Hier seht ihr nochmal die ausgebauten Teile, die Steckachse. Und das hier sind Distanzhülsen. Die gehören quasi noch zwischen Rad und Rahmen, also Schwinge hinten, eine Unterlegscheibe,